Wutschnitt. We have a wood. Nee, sind wir nicht. Herzlich willkommen zum Halloween Special. Schön langgezogen, damit es auch schön nervig wirkt. Fangen wir mit dem eigentlichen Miterfinder des Survival Horrors an, Alone in the Dark. Teil 1 ist wirklich ein Klassiker, den man kennen muss. Teil 2 ist ein bisschen merkwürdig mit seinen Puzzles. Teil 3 ist ein wirklich starker Titel, hat auch einen starken Soundtrack. 1 und 3 sollte man kennen. Leider haben sie aber da nicht aufgehört. Wir kennen das ja. Ja, New Nightmare ist ein bisschen mehr Adventure als Survival Horror. Ist noch akzeptabel, war aber eigentlich schon nicht mehr das, worauf wir gewartet haben. Und dann kam natürlich das schwarze Schaf der Bande. Alone in the Dark 5, natürlich ohne Zahl, ist ungefähr so gut wie die Uwe Boll-Filme. Braucht, glaube ich, kein Mensch. Ich weiß auch nicht, was sie damit vorhatten. Das hat ein bisschen Open World, bisschen irgendwas. Nee, also braucht er nicht. Guckt euch Teil 1 und Teil 3 an, dann habt ihr so ein bisschen die Ursprünge des Survival Horrors. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie mitgekriegt. Und jetzt sehen wir uns gleich bei einer neuen, bekannten Serie. Vielleicht habt ihr da schon mal von gehört. Zeit für den nächsten im Bunde. Und das ist... Na, wer kennt das Logo? Wenn das keiner kennt, dann... Vielleicht dürft ihr das auch gar nicht kennen. Viel zu alt. Resident Evil! Oder wie der schöne Erzähler immer sagt, Resident Evil. Ja, Resident Evil Zero ist so eine Sache... Ist okay gemacht, ist aber auch nicht sensationell. Resident Evil 1 hier in der GameCube-Fassung ist ein komplettes Remake des ersten Games und hat auch veränderte Puzzles und sieht auch sehr nice aus. Resident Evil 2 ist vielleicht immer noch das Beste, was die Serie jemals rausgebracht hat. Ist eigentlich das Zombie-Game von damals, das man kennen muss. Da geht kein Weg dran vorbei. Resident Evil 3 gefiel mir nicht mehr ganz so gut, weil es einfach nicht mehr so wirklich was Neues gebracht hat. Resident Evil Code Veronica ist für mich der bessere Teil 3. Solltet ihr euch mal ansehen, wer das aus der Serie nicht kennt, obwohl die Fans an sich werden das mit Sicherheit kennen. So, Resident Evil 4, der komplette Reboot der Serie. Ein sehr guter Reboot. Kann ich nur empfehlen. Wirklich ein guter Titel. Muss man gehabt haben, muss man in seiner Sammlung haben. Ist ein schönes Ding. Der aktuelle Titel ist dann Resident Evil Teil 5. Der ist ein bisschen ja, Zombie-Shooter-nesk, so möchte ich mal ausdrücken. Ein nettes Game, vor allem auch dank dem Koop-Modus. Aber ist so ein bisschen jetzt nicht so unbedingt Survival-Horror. Also das ist mehr eher schon fast Shooter-nesk. Aber wie schon gesagt, kann man sich ansehen, ist ganz nett. Wollen wir mal gucken, was wir mit Operation Raccoon City dann mal 2012 dann mal fabrizieren. So, und nach Resident Evil muss natürlich eine Serie kommen, auf die ihr lange, lange, lange gewartet habt. Ich glaube, ungefähr ein paar Minuten. Die kommt jetzt. Uah. Wenn man an Survival Horror denkt, dann gibt es natürlich eine Serie, die nicht fehlen darf. Das ist hier Experience, das ist so ein digitaler Novel von Silent Hill. Dann natürlich der Film, vielleicht eine der besten Games-Verfilmungen, die man haben kann, vielleicht nach Mortal Kombat und Dead or Alive, wobei bei Dead or Alive gibt es sicherlich Kritiker, die das anders sehen, aber ja, ist das ein bisschen anders, das war noch fast Unterhaltung. Dann kam der Knaller der Serie, eigentlich die Definition eines Mindfucks in Perfektion. Silent Hill 1 ist verrückt, Silent Hill 1 ist krank und deswegen ist Silent Hill 1 unglaublich gut und wahrscheinlich auch nie wieder erreicht. Es gibt ein Remake dazu, Silent Hill Shattered Memories. Ein netter Reboot, ein nettes Remake, muss man mal gespielt haben, ist wesentlich besser als sein Ruf und macht auch wirklich Spaß und hat auch interessante Wendungen zur ganzen Serie. Ich will da nichts verraten, aber das Ende war schon echt gestört. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Guckt euch das mal an, ist ganz nett. So, und natürlich, wo ein Silent Hill 1 ist, da fehlt natürlich auch ein Silent Hill 0 nicht. Silent Hill Origins ist noch okay. Ist aber auch nicht unbedingt das beste Silent Hill, das man gesehen haben muss und ist auch ein bisschen, naja, ich will mal sagen, da hätte man auch kreativer dran gehen können. Silent Hill 2 ist der Titel, den die meisten Kritiker mögen. Silent Hill 3 ist dann für mich schon eigentlich die bessere Alternative, weil es eben eine direkte Fortsetzung zu Silent Hill 1 ist und den Vergnügungspark wird keiner vergessen, der jemals betreten hat. Silent Hill 4 The Room, ist eine komische Sache, ist unglaublich beklemmend, sehr Kafka-esk, mutiert aber irgendwann dann zu einem schlechten Ico-Klon. Und ja, auch wenn es
unglaublich sich gut anhört. Es hat einen tollen Soundtrack, es hat tolle grafische Effekte, es hat auch wirklich Sachen, die vollkommen krank sind. Aber irgendwas fehlte da eben und deswegen fand ich das nicht ganz so. Silent Hill Homecoming ist sicherlich ein unglaublich genial aussehender Titel. Das ist gestört, die Monster sehen gestört aus. Das Setting ist unglaublich krank. Viele sagen, das ist so eine Art Remake des zweiten, in eben noch ein bisschen kranker. Prinzip ein tolles Silent Hill, wenn da nicht das große Problem wäre, dass es am Schluss zu Hostel mutiert. Und das hat die Serie eigentlich nicht unbedingt verdient, weil die Serie eigentlich nicht von so unglaublichen Splatter-Unsinn braucht. Und ich sag mal so, man kann das nicht durchspielen, aber es ist jetzt nicht so, wo man sagen kann, mein Gott, das wird mich ein Leben lang prägen. Ich hoffe auch nicht, dass das irgendeinen da draußen ein Leben lang prägt, weil sonst könnte man ganz schnell mal die Polizei rufen. Wie gesagt, das ist die Silent Hill Serie. Wir haben aber noch ein bisschen Spielzeug für euch. Yippie, da freut ihr euch, ne? Freuen! Sonst kommt der Axtmörder. So, kommen wir jetzt zu den letzten Rest vom Schützenfest mit Alan Wake. Ja. Ihr wollt ein Stephen King Videospiel? Hier ist es. Es hat genau die gleichen Macken wie seine Stephen King Bücher. Das heißt, ihr erkennt alles wieder. Ihr habt den bekloppten Autoren, ihr habt die bekloppte Stadt. Das Problem dieses Spiels ist allerdings, dass es einfach technisch unter aller Sau ist. Es hat so viele technische Macken, obwohl das Setting unglaublich gut ist und ein tolles Spiel eigentlich sein hätte können, hat es ein paar Macken. Als Story ist es hervorragend und da kann ich es empfehlen. Als Gamer finde ich es ein bisschen grenzwertig. Dead Space! Dead Space ist das bessere Doom 3 und wer irgendwie was von Zombies, Untoten im Weltraum, der muss Dead Space spielen. Und das tut er dann auch. Kann ich nur empfehlen, beide Games, sehr nett, sehr sweet. Quentin Tarantino macht House of the Dead, so ungefähr kommt einem der Titel vor. House of the Dead ist eine bekannte Light-Shooter-Serie und hier haben wir es auch mit so einem Light-Shooter zu tun. Das Spiel ist nett, lebt aber davon, dass es sich überhaupt nicht ernst nimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, was die da genommen haben. Das Game ist wirklich so, wie Quentin Tarantino ein Videospiel machen würde. Das ist gestört, das ist krank, das ist einfach nur geil. Und natürlich haben wir das nie gekriegt. Ich liebe Österreich. Dank euch. Heul, heul. House of the Dead Overkill muss ein Wii-Besitzer haben. Geht kein Weg dran vorbei. Tolles Spiel, toller Soundtrack, tolles Ding. Apropos Nintendo, Eternal Darkness muss man haben. Wer dieses Game nicht hat, den kann man als Gamecube-Besitzer nicht ernst nehmen. Das basiert auf der H.P. Lovecraft Call of Cthulhu-Reihe und ist ein unglaublich geniales Ding. Es gibt Leute, die sagen, das ist das beste Gamecube-Spiel aller Zeiten. Es ist krank, es ist verrückt und es macht euch wirklich geistig fertig. Toller Titel, muss man haben. Willst du ein Spiel mit mir spielen? Und gleich zweimal. Nein, Jigsaw, möchte ich nicht. Saw 1 und 2 von Konami. Ja, natürlich kam man auf die tolle Idee, nicht nur 7 Filme davon zu machen, sondern auch 2 Videospiele. Die sind ein bisschen grenzwertig. Der erste ist noch ein bisschen okay, der zweite ist mir ein bisschen zu puzzeltechnisch. Ich finde das nicht ganz so toll. Könnt ihr euch aber mal ansehen, ist jetzt aber auch nicht unbedingt ein Pflichtding. Wo wir bei Zombies sind. Ihr kennt Dawn of the Dead, dann braucht ihr eigentlich nur diese 3 Games, denn eigentlich ist das Dawn of the Dead als Videospiel. Ja, George R. Romero weiß, glaube ich, warum. Dead Rising, Dead Rising 2 und Dead Rising 2 Plus, wie böse Menschen das sagen, ist eine nette Reihe. Es nimmt sich eigentlich, glaube ich, gar nicht ernst und wer Dawn of the Dead kennt, der weiß, was er hier erwartet. Toll, Pflicht, muss man haben. Jeder, der was von Zombies hält, Zombie, Zombie, Zombie! Ja, ihr wisst, was ich meine. Der muss dieses Ding hier haben. So, ihr wolltet schon immer Jason Voorhees spielen? Hier ist eure Chance. Splatterhouse ist das Remake oder beziehungsweise der Reboot der Serie. Das Spiel ist nicht ganz so toll. Der Vorteil dieses Ding allerdings hat, ihr habt die ersten 3 Splatterhouse da auch drauf, wenn ihr durchgespielt habt. Und das ist das, was man braucht. Und dann könnt ihr wie Jason eine Maske tragen. Ja, mehr macht er eigentlich nicht, weil sonst ist das eigentlich ein Jump'n'Run-Plattformer. Nein, natürlich nicht. So, wo wir gerade bei Zombies sind. Da gibt es eigentlich nur 2 Games, die man unbedingt kennen muss. Left 4 Dead, die neue Sitcom. Nein, Quatsch. Left 4 Dead ist
das, was Half-Life für den Shooter ist, ist, glaube ich, das für den Zombie-Shooter. Left 4 Dead 1 und 2 muss man haben, da geht kein Weg dran vorbei. Tolles Setting, toll gemacht, genialer Multiplayer, nur zum Empfehlen. Dead Island! Lost mit Zombies, wie ich immer gerne sage. Dead Island ist ein nettes Game, Open World, nicht unbedingt so gut wie im Trailer vorausgesagt, was ja ziemlich klar war, das haben wir ja auch nicht erwartet. Ist ganz nett, kann man haben, ich glaube, bei uns gab es das auch nicht so unbedingt, aber wir lieben ja Österreich. Unsere Handgenossen, ihr seid so gut zu uns. Was ist das denn nicht? Aufbau, Hilfe, Nord? Man weiß ich gar nicht. So, kommen wir zu den nächsten Knallern. Seventh Guest und 11 Hour. Von mir, ja, soll ich sagen, nicht unbedingt geliebt. Es sind zwei Horror-Puzzler, sag ich mal. Ja, spielt eine Story, wo es darum geht, eigentlich nur zu überleben, also auch wieder Survival-Horror, und müsst dabei einige Rätsel lösen und ihr werdet dann immer mit Cutscenes belohnt. Seventh Guest hat noch sehr mit Cutscenes gespart, die waren auch noch ein bisschen verwaschen, ein bisschen durchsichtig, transparent. 11 Hour hat schon komplette Videos, aber 11 Hour ist das, was das Spiel das noch weniger Lust macht als Seventh Guest, und wer die Teile mal gespielt hat, der weiß, was ich leide. Die sind nicht unbedingt so genial. Für die Geschichte muss man sie kennen, aber jetzt nicht unbedingt Pflicht. Apropos nicht unbedingt Pflicht. Jetzt wird es lustig. Jetzt gibt's Nacktheit. Ich glaube, das war das Einzige, was den Amis richtig auf den Nerven ging. Nacktheit. Da ist es. Phantasmagoria. 1 und 2. Und Curtis, ich weiß das. Phantasmagoria 1 ist noch nett. Hat ein schönes Setting. Macht auch noch Spaß. Hauptdarstellerin sieht ein bisschen aus wie Rebecca De Mornay. Guckt euch das mal an. Ist ganz witzig. Teil 2 hingegen mit Curtis, ich weiß, was du getan hast, Curtis. Also wer die Spoonie Reviews mal gesehen hat, oder ich glaube Spoonie hat ein komplettes Let's Play daraus gemacht, der weiß, wie unglaublich schlecht das ist. Der Vorteil der deutschen Version ist, sie ist weniger geschnitten als die US-Version. Ich kann davon ausgehen, dass also mit Sicherheit viel Fleisch da irgendwo rausgeschnitten wurde. Aber wie gesagt, es reicht, wenn ihr den ersten kennt. Der erste ist ganz nett, der zweite ist jetzt nicht so toll. So, und um das Ganze abzuschließen, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was. Ihr möchtet Mad Scientist! Wer den menschlichen 100-Füßler oder menschlichen 1000-Füßler, wer sich dafür interessiert, hat sowieso Probleme. Nein, Spaß beiseite. Der Tag des Tentakels, was euch nicht an irgendeinen Hentai-Film erinnern sollte, hat eigentlich einen Vorteil, es hat auch Manic Mansion da auch drauf. Und Manic Mansion ist eigentlich die Parodie auf einen Mad Scientist-Film. Das muss man eigentlich kennen. Mein gut, Day of a Tentacle kennt sowieso jeder, aber Manic Mansion habe ich schon gehört. Kennen wenige. Was ist da draußen los mit dieser Jugend? Scheißbildung! Zocken! Und apropos, wo wir schon heute mal bei Stephen King waren. Da ist er! Einer der merkwürdigsten Filme aller Zeiten. Der Rasenmähermann. Und Cyberwar, der offizielle Nachfolger. Ich glaube, es gab sogar irgendwo einen dritten, aber den sparen wir uns mal ganz toll. Ja, so merkwürdig wie der Film ist auch dieses Game. Das ist so ein Jump'n'Run, Echtzeit, Science-Fiction, irgendwas Game. Ja, ich habe es. Sagen wir es so. Ob ihr das jetzt haben müsst, weiß ich nicht. Das überlasse ich eurem kranken Verstand. Da bricht einfach hier die Kamera zusammen. Das ist Blair Witch Project Hardcore. Ich mache mal einfach ganz professionell weiter. So, wie gesagt, wir waren hier beim Rasenmähermann. Und jetzt kommen wir zum Finale! Falls ich jetzt für einen Hörsturz verantwortlich bin, noch einen schönen Halloween. Tschüss, tschüss. Das ist scheiße. Wer kommt auf diesen Scheiß-Gang?